Hallo, ich bin's wieder, eure Doro, und wir machen heute zusammen zwei Tarts, eine herzhafte und eine süße, eine Tarte Tatin au Tomate, also eine Tomatentarte, und eine Tarte Tatin mit wunderbarem Karamell und Äpfeln. Warum die Tarte so heißen, das erzähle ich euch gleich. Wir haben ja unsere Kooperation mit Euronix und wir haben von Samsung diesen wunderbaren Ofen zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank für den Support. Das ist der Samsung Dual Cook Flex. Das Coole an dem Ofen ist, dass der zwei verschiedene Garräume hat. Man kann hier den oberen öffnen und dann hat man nur da Zugriff. Perfekt, wenn man zum Beispiel am Sonntagmorgen nur zwei Brötchen backen will. Oder man öffnet den ganzen Ofen. Zum Ofen gibt es einen Garraumteiler und wenn man den hier in die Mitte schiebt, dann hat man zwei voneinander abgetrennte Garkammern. Und die brauchen wir dann später für unsere Tarts. Wir haben nämlich einmal die Tomatentarte, die wunderbar knoblauchig schmeckt, und unsere süße Apfeltarte. So, wir fangen jetzt mal mit dem Mürbeteig an. Im Prinzip haben wir den gleichen Mürbeteig für beide, aber bei der Tarte Tatin mit Apfel ist noch Zucker dabei. Und deswegen mache ich jetzt erst den herzhaften und dann den mit Zucker. Die Butter habe ich noch mal kühl gestellt, denn die sollte wirklich ganz, ganz kalt sein. Ich mache ja sonst eigentlich Mürbeteig immer mit der Hand, aber heute nehme ich einfach mal die Maschine. Könnt ihr natürlich zu Hause auch mit der Hand machen, klar. Eine Prise Salz darf nicht fehlen. Und jetzt verrühre ich das erstmal und dann gebe ich noch ein bisschen eiskaltes Wasser dazu. So. Jetzt haben wir hier einen perfekten Teigklumpen. Pâte brisée auf Französisch, Mürbeteig. Der Vorteil davon, wenn es die Maschine macht und nicht ich mit meinen Händen, ist, dass meine Hände warm sind, die Maschine aber nicht. Und der Mürbeteig soll ja nicht warm werden, deswegen kommt er jetzt auch gleich nochmal in Folie gewickelt in den Kühlschrank. Ich roll den jetzt schon mal hier so ein bisschen vor, denn im Kühlschrank wird Mürbeteig immer so hart und dann ist das Rollen danach so schwer. Spare ich mir hier ein bisschen Arbeit. Ab damit, rechts oben, muss ich mir merken, der andere sieht ja vielleicht wahrscheinlich gleich genauso aus. So, ich spüle das jetzt hier nicht. Im Prinzip haben wir die gleichen Zutaten plus Zucker. Eine Prise Salz und Sucre. Perfekt. Man soll den ja nicht zu lange kneten, ne, sondern einfach so, bis sich die Zutaten schön verbunden haben und es eine homogene Teigmasse ist. So wie der. Die brauche ich später noch. Kommt zur Seite. Kommen wir zu den Äpfeln. Wir brauchen so etwa 1 bis 1,5 Kilo, je nach Tartform. Ich nehme die. Wir haben schon mal eine Tarte Tatin gemacht im Bake Club. Den Link zum Rezept blenden wir euch ein. Da habe ich die Äpfel in sehr große Stücke geschnitten, was am Ende nicht so schön aussah. Deswegen werde ich die jetzt auch schälen. Und dann schneide ich die in kleinere Spalten und richte die schön in der Tartform an. Und dann ist das später auch ansehnlicher. So zumindest mein Plan. Mhm. Ich habe früher mit meiner Schwester einen Wettbewerb gemacht. Wer das hinkriegt, den Apfel mit Ahaha. Okay, verloren. Den schneide ich jetzt in ganz feine Scheiben und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt schneide ich eine Zitrone. Och, ich habe hier auch noch eine halbe. Und träufle ein bisschen Zitronensaft darüber, damit die Äpfel nicht unappetitlich braun werden. Und weil ich es liebe, wenn einfach noch so ein bisschen Zitronenaroma da dran ist. Jetzt mische ich das einmal mit den Fingern. Und wir machen jetzt das Karamell. Ich gebe jetzt hier den Zucker mit einem Schuss Wasser in meinen Topf. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis sich ein Karamell bildet. Ein
also bis sich Karamell bildet. Es waren einmal zwei Schwestern, die Schwestern Tatin, also die hießen mit Nachnamen Tatin. Sie erwarteten Besuch, buken dafür einen Apfelkuchen und dann fiel der einen Schwester der Apfelkuchen runter. Wie es leider manchmal passiert. Und natürlich, nach Murphy's Law, natürlich fiel er auf die Apfelseite. Oh, ich muss hier einmal kurz umrühren. Seht ihr das ja von oben, ne? Dass es schon hier schön braun wird an der Seite. Also es geht los. Aber ein Minütchen habe ich noch, um die Geschichte zu vollenden. Was tat also diese schlaue Schwester? Sie nahm einfach diesen Kuchen, so wie er dann war. Eventuell legte sie eine neue Teigplatte drauf, weiß ich jetzt nicht. Und buk ihn einfach so fertig und stürzte ihn dann und geboren war die Tarte-Tatin. Wie so oft, man macht was falsch und entdeckt dadurch was Cooles Neues. Ich glaube, dass es oft so ist, dass Dinge aus Unfällen geboren werden. Ne, dass man irgendwie, man nimmt ein falsches Medikament oder so und stellt fest, ha, das hier hat mir jetzt auch geholfen. Und so entdeckt man dann, dass... Ich würde jetzt keine Beispiele nennen, weil mir auch keine einfallen, aber Sauerteig, genau. Mist, mir ist der Teig schlecht geworden. Oder der Teig fängt an zu fermentieren. Okay, cool, geht auch. Geil. Oder man lernt was auch aus Fehlern. Okay, also um jetzt hier keine Fehler mit dem Karamell zu machen, bleibe ich jetzt besser hier mit meiner Aufmerksamkeit im Topf. Oh ja, das sieht wunderbar aus. Da kommt jetzt die Butter dazu. Kann spritzen, ne? Ich entferne mich mal. Ey, wie oft ist mir das hier schon passiert, ne? Ich sage, oh, es kann spritzen, ich gehe weg und dann nichts. Nun gut, besser so als andersrum. Oh, ich könnte mich da reinlegen. Ist aber zu heiß, um es zu tun. Boah, das hat eine super geile Konsistenz. So, und darin werden jetzt die Äpfel geschichtet. Die Tat, beziehungsweise das, was wir schon gemacht haben, stelle ich mal zur Seite. Nach vorne, da ist Platz. Gleich geht es mit der Tomatentat weiter, aber erstmal heize ich den Dual Cook Flex vor. Und dann machen wir den ultimativen Ofentest. Das Vorheizen geht übrigens super schnell, es dauert nur 2 Minuten. So schnell bin ich jetzt, glaube ich, nicht. Ich werde nämlich diese ganzen Tomaten hier halbieren. Das sind bunte Tomaten, also alle möglichen Farben. Ich glaube, ich brauche hier mehr Platz. Ich räume also auch noch kurz auf. Aber nur mal, ist schon zu zeigen, einfach halbieren. Fertig. Naschen darf man auch zwischendurch. Fertig. Die Tomaten, boah, da fällt schon eine runter. Kommen in die große Schüssel, denn ich brauche das Brett jetzt für den Knoblauch. Ich möchte 4 Zehen schneiden, denn wir wollen ja den Ofen testen und ob wirklich kein, also nichts von dem Knoblaucharoma dann in unserem Apfelkuchen ist. Und dafür brauchen wir viel Knoblauch. Habt ihr noch Dates heute, Team? Falls ja, dann müsst ihr die briefen, dass die auch Knoblauch essen müssen. Oder passiert dann halt nichts. Obwohl das jetzt auch nicht jeden so sehr stört wie mich, ne? Ich bin da irgendwie ein bisschen empfindlich. Ich hatte mal ein Date mit jemandem, der so direkt vorher so Fisch aus der Dose gegessen hat. Wisst ihr, was ich meine? So Fisch mit so Tomaten, so eingelegt in Tomatensauce. Und sich dann nicht die Zähne geputzt kam zum Date, das fand ich irgendwie... Mm-mm. Ist nichts passiert da. Ist auch schon echt lange her, weil ich bin ja schon 100 Jahre mit meinem Mann zusammen. Das Team will noch eine Date-Story. Wie gesagt, ich bin schon so lange verheiratet, dass ich gar nicht so krass... Ja doch, ich habe schon... Ich habe schon Erfahrungen gesammelt davor. Das ist ja wichtig. Man kann auch ein Auto kaufen und nur dieses eine Auto Probe fahren. Ist sicher auch okay für manche Leute. Ich habe eher dann viele Autos Probe gefahren. Das ist schon eine ordentliche Menge Knoblauch, finde ich. Lecker. So. Ha.
Da rein kommt jetzt eine gute Menge Olivenöl. Mit Olivenöl ist ja wie mit Butter, ne? Alles schmeckt besser, wo Butter drin ist. Da kommt jetzt gleich der Knoblauch dazu und dann noch ein bisschen Thymian, Rosmarin. Ach, ich mache einfach auch noch ein bisschen Butter dazu. Hier lachen alle über mich, dabei das schmeckt dann besser, ich verspreche es euch. Außerdem, wir müssen uns die Tarte ja teilen, das isst man ja nicht alleine. Und wenn man das dann runterbricht auf die einzelnen Stücke, dann ist es wieder gar nicht so viel Fett. Das riecht schon jetzt so gut. Wahnsinn. Das lasse ich jetzt einfach hier so ein, zwei Minütchen vor sich hin brutzeln. Dass schön die Aromen ins Öl gehen und in die Butter. Oh, ich liebe einfach Essen, ne? Das fällt gar nicht auf. Und wir machen natürlich ja schon auch oft Sachen, wo viel Zucker drin ist und viel Butter und viel Sahne und so. Ich glaube, das Geheimnis ist einfach, dass man halt nicht so viel davon isst, sondern dass man es teilt. Und dann ist das auch okay. Wenn man halt nicht jeden Tag eine ganze Torte isst, sondern ein kleines Stück. Ich möchte mich nicht festlegen auf jeden Tag ein Stück Torte. Ihr wisst, was ich meine. Die Balance halt. Und dass man das genießt, ist, glaube ich, auch wichtig. Ich mache einfach so ganz dünn hier ein bisschen Butter drauf, weil dann die Tomaten gleich da drauf kommen, damit die nicht kleben bleiben, sondern wir die später gut stürzen können, unsere Tarte. Ich fülle das mal hier in ein kleines Schälchen um, weil nämlich die Pfanne so heiß ist, dadurch, dass das eine gusseiserne Pfanne ist, der Knoblauch jetzt quasi da noch nachbräunen würde. Dann geht's los mit den Tomaten. Die werden jetzt hier einfach auch so nach Gutdünken reingeschichtet. Also hübsch natürlich. Und mit der gewölbten Seite nach unten, also mit der Schnittseite nach oben. So, wenn ich fertig mit Naschen bin, dann nehme ich jetzt hier mal die Zweigchen aus unserem Öl-Butter-Gemisch. So. Hier sind noch so ein, zwei Rosmarinnadeln drin, das ist auch okay. Und dann nehme ich mir einfach hier einen kleinen Teelöffel und verteile das so auf den Tomaten. Salz und Pfeffer kommt noch. Links süß, rechts salzig hatte ich, nicht wahr? Ja. Zur Not muss ich wirklich den Teig probieren. Ich bin ja auch eine große Teignascherin, also von daher. Ich versuche den jetzt auf die Größe der Tartform zu bringen. Jetzt brauchen wir eine Gabel. Und dann wird der Teig einfach hier so regelmäßig eingestochen und dann kann nämlich die Luft entweichen später beim Backen und dann macht er nicht so, also schlägt nicht so Blasen. So, Nummer 1 ist schon mal fertig. Kommen wir zum Teig Nummer 2. Ich gehe einmal noch mal mit dem Finger mit Butter hier am Rand entlang, wo gleich der Teig sein wird. Das habe ich nämlich bei der Form noch nicht gemacht. Also wird der auch noch mal eingestochen. Das hat so ein bisschen die Form wie Frankreich jetzt gerade der Teig. Hier wäre Paris. Ich habe mal einen Trick gelernt, wie man den besser transportieren kann, den Teig, weil ihr habt das gerade bestimmt schon gesehen. Das war jetzt hier ein bisschen schwierig. Man viertelt den einfach so und dann kann man den hier so drauflegen. Und wieder auseinanderklappen. So. Die zwei kommen jetzt in den Ofen. Und zwar die Tomatentarte für 20 Minuten und die Tarte Tatin für 30 Minuten. Und das kann ich hier oben auch einstellen. Da habe ich jetzt ein bisschen Zeit zum Aufräumen. Bis gleich. Es sind 20 Minuten vergangen und ich schaue mal nach unserer Tarte, der Tomatentarte. Oh, die sieht super schön aus. Also die duftet schon sehr, sehr gut. Bin gespannt, ob dieser Duft sich übertragen hat in den unteren Teil des Ofens.
Der Teller muss auch die Form gut abschließen, damit hier mir nicht gleich irgendwie heißes Olivenöl irgendwo drüber läuft. Und jetzt mit Schmackes umdrehen. Das meinte ich mit dem heißen Olivenöl, ne? Schaut euch das an. Das sieht sehr, sehr schön aus. Ich lasse jetzt erstmal ein kleines bisschen abkühlen. So 3, 4, 5 Minuten. Und dann habe ich noch ein bisschen Deko mir überlegt. Und zwar gekrümelten Feta, also Schafskäse, Meersalz und noch ein bisschen Thymian. Oh, ich bin begeistert. Das sieht wirklich richtig schön aus. Man kann natürlich auch das ganz anders dann noch dekorieren am Ende. Ziegenkäse würde sich auch sehr gut passen. Und jetzt noch ein bisschen was Grünes. So. Und noch ein kleines bisschen Meersalz. Sieht gut aus, finde ich. Dann mache ich hier schon mal Platz, weil unsere Tarte Tatin aux Pommes gleich fertig sein wird. Aha. Oh, geil. Also die muss ich definitiv ein paar mehr Minuten abkühlen lassen. So 5 bis 10 würde ich sagen. Und zwar so, dass das Karamell nicht mehr so knalleheiß ist, aber auch noch nicht ganz fest geworden ist. Irgendwas dazwischen. Oh, das sieht auch von der Seite sehr schön aus. Hier ein Apfelstück hat es nicht geschafft. Das ist hier oben drin, aber ich finde also 1, das ist im Rahmen, das mogel ich hier jetzt schnell noch so rein. Dann schneiden wir jetzt mal an. Also aussehen top. Geschmack. Super aromatisch. Aber schmeckt nach Sommer. Schmeckt irgendwie nach Urlaub. Und jetzt kommt natürlich hier der ultimative Test, ob auch die Tarte Tatin aux Pommes, also mit Äpfeln, ein bisschen nach Knoblauch schmeckt. Oh, das schmeckt echt so köstlich. Und kein bisschen herzhaft. Also, der kann was. Der Samsung Dual Cook Flex. Das mit den 2 Garräumen ist wirklich richtig praktisch. Wenn ihr gerade darüber nachdenkt, euch einen Ofen zu kaufen, dann schaut doch mal beim Oronix Trendblog vorbei. Wir verlinken den euch unten, genauso wie den Shop. Da findet ihr dann alle Infos. Und natürlich die Rezepte. Macht diese Tarts nach. Die sind so, so lecker. Und wo ihr gerade schon dabei seid, lasst uns gerne ein Abo da und ein Like. Da freuen wir uns. Und ich esse jetzt Tart. Also macht's gut und bis bald. Tschüss.